befinde mich in den USA, im Death Valley, zu Deutsch Tal des Todes. Und im Augenblick sieht es so aus, als würde das Tal seinem Namen alle Ehre machen. Mit mir als nächstem Opfer. Was hat mich in diese ausweglose Situation gebracht? Mein Auto, dieser verdammte Spritfresser, ist liegen geblieben. Und wenn ich nicht bald Benzin und Wasser finde, bin ich tot. Plötzlich sehe ich die Ruinen einer Geisterstadt vor mir und mittendrin ein merkwürdiger Mann. Rettung. Ich bin gerettet. Lucy, endlich haben wir Zuschauer. Wir sind sowas von bereit dafür. Hallo, Sir. Hey, wir haben eine tolle Show für Sie. Hey, kommen Sie. Sie kriegen einen Platz in der ersten Reihe. Es wird Ihnen gefallen. Hier, die erste Reihe. Setzen Sie sich. Sind Sie bereit, schockiert und überrascht zu werden? Ich zeige Ihnen meine Schwerter. Ich bin am Ende. Apathisch muss ich zuschauen, wie dieser Fremde eine ganze Kollektion von Schwertern präsentiert. Ein messerscharfes Kriegsschwert. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich es schlucke. Und dann schiebt sich hier mitten im Nirgendwo dieser Mann ein Schwert bis zum Heft in den Hals. Und es scheint ihm auch noch Spaß zu machen. Ein normaler Kleiderbügel. Mein Arzt hat mir gesagt, ich dürfte den Kleiderbügel nicht schlucken, weil er meine Speiseröhre verletzen könnte. Aber wenn ich auf meinen Arzt hören würde, könnte ich keines meiner Kunststücke vorführen. Autsch, das tut schon beim Zusehen weh. Ich bin sprachlos und gefangen zwischen Faszination und Fluchtgedanken. Hier habe ich eine ganz gewöhnliche Mausefalle. Wurde noch nie benutzt. Brandneu. Mausefalle spannen. Eine Demonstration, wie das Gehirn den Schmerz überlistet. Oh, das tut weh. Hoffentlich lernen das niemals Mäuse, sonst haben wir ein fettes, haariges Problem. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen aus dem Publikum. Wer möchte sich zur Verfügung stellen? Mal sehen. Sie, Sir, würden Sie bitte nach vorn kommen? Stellen Sie sich bitte hier hin. Ja, Sie in der ersten Reihe. Genau hierher, bitte. Sind Sie bereit, Sir? Okay, danke. Einen kräftigen Applaus, bitte. Ja, ich weiß, haha, der schiebt sich das doch hinter die Nase. Alter Trick, denke ich zuerst, doch dann dreht er sich um und ich falle fast in Ohnmacht. Jedenfalls habe ich noch nie gesehen, wie sich jemand mit einem Akkubohrer die Nase putzt. Red, so heißt dieser Verrückte, hat keinerlei Problem mit Schmerz. Mit Hilfe von Yoga brachte er sich bei, dieses Gefühl zu unterdrücken. Spielkarten an den eigenen Körper zu tackern, macht ihm gar nichts aus. Was ich Ihnen jetzt zeige, sollten Sie auf keinen Fall nachmachen. Aber sehen Sie genau hin, wenn diese sieben jeweils 70 cm langen Schwerter meine Speiseröhre ausfüllen.
Und als wären 7 Schwerter in der Kehle nicht schon schlimm genug, setzt er noch einen drauf. Und, hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Benzin? Brad hatte tatsächlich noch einen Kanister Benzin gehabt. Und da ihm das Auto dazu fehlte, nahm ich ihn mit. Nachdem ich von ihm auch noch einen Schluck Wasser bekommen habe, verstehen wir uns auf Anhieb so gut, dass ich ihn einlade, den Rest der Reise mein Partner zu sein. Also, liebe Zuschauer, ab jetzt wird die Sendung von Brad und mir gemeinsam moderiert. Brad und Matthias, ein unschlagbares Gespann. Und dann passiert es. Der fleischgewordene, feuchte Traum eines jeden einsamen Autofahrers steht am Straßenrand und trampt. Blond, leicht bekleidet und zu 30% aus nicht abbaubarem Silikon. Wohin wollt ihr? Wir wollen zum Cheerleader-Treffen. Hey, mein Name ist Matthias. Wie heißt ihr? Ich bin Candy. Und ich bin Mandy. Und wie heißt du? What? Ich habe mich entschlossen, die Reise doch lieber alleine fortzusetzen. Doppelmoderationen werden einfach überschätzt.